Und es wird auch kurios. So, und weiter geht's. Mein Lieber. Na? So, die neue Fronttasche. Ziemlich gut gemacht. Gucken wir uns das mal an, ja, wie das hier professionell läuft. Ja, ich bin auch. Ja? Ja. Dein Name? Alexander. Alexander, ja, auf jeden Fall. Schön, dich kennenzulernen. Guck dich das an. Ein richtig schönes Sestert. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Sonnengänger unterwegs. Heute ist die Rallye in Köln. Und ja, wir gucken uns das natürlich alles ein bisschen an. Dann werden wir vielleicht noch das Vergnügen haben im nächsten Video, dass wir ein bisschen sonnen werden. Aber deshalb am Ball bleiben, abonnieren und dann würde ich sagen, los geht's. Viel Spaß beim Zuschauen, oder? Jo. Ja. Alles klar. Los geht's. So, jetzt sind wir heute hier auf dem Gelände, wie versprochen. Und natürlich tauscht man sich auch ein bisschen aus. Und hier sind schon, sag ich mal, die ersten Funde. Guckt euch das an. Wir haben hier ein richtig schönes Sestert. Schon richtig klasse konserviert. Lass mal die Hand so. Und da kann man mal sehen, was man doch alles findet und was man auch auf so ein Treffen, sag ich mal, auch mal sehen kann. Ne? Und was auch so der Austausch bewirkt. Klasse. Und da ist ja noch ein bisschen mehr, ne? Super, was ist das? Kannst du dazu was sagen? Spätrömische bis frühmittelalterliche Hügelarmfibel. Und wie man sehen kann, die Reste der Eisennadel sind auch noch da. Man kann sich vorstellen, es ist wie eine heutige Sicherheitsnadel. Ja. Und halt mit schönen, ich habe vergessen, das heißt Kreisaugen. Mit Kreisaugen? Ja, ja, super. Das ist richtig toll. Sehr, sehr, sehr schöner Fond. Super, sehr gut. Dann wünsche ich dir heute ganz viel Spaß. Danke. Und ja, wir sehen uns später wahrscheinlich noch auf dem Feld. So, okay, schon mal die nächsten motivierten Sucher für die Rallye. So, genau. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, wenn du möchtest. Ja, ich bin der Raul, ich bin aus Bayern, nee, München und bin heute bereit. Auf jeden Fall. Und von wo kommst du eigentlich? Ja, aus Rumänien komme ich eigentlich. Ah, okay. Und wie ist da so die Rechtslage mit dem Sonnen? Da ist sehr schwierig, da kriegst du schwer Genehmigung. Ah, okay. Ist am allerbesten ist in Bayern, weil da kannst du suchen ohne irgendwas Genehmigung oder sonstiges. Ah, okay, also sprich ein Grundstückseigentümer halt fragen, ne? Genau. Und dann ist es in Ordnung. Ja, ist doch cool. Mit welchem Gerät läufst du? Mit dem Equinox 800. Oh, auch noch getuned. Getuned auch, bis zum geht nicht mehr. Ja, super. Und Schlangen. Ja. Und wie ich schon erfahren habe, ist sogar Vater-Sohn gespannt heute, ne? Genau. Mega. Mein Vater ja. Ist dabei. Schauen wir mal, das hat gelernt. Wie ist dein Name? Alexander. Alexander, ja, auf jeden Fall. Schön, dich kennenzulernen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall heute ganz viel Glück, ne? Drückt euch die Daumen. Und wir sehen uns später auf dem Acker, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Okay, dann bis später. Und es wird auch kurios. So, und jetzt geht's wieder ab. Was? So, jetzt geht's hier los. Die Sonnenrally. Ja, und dann könnt ihr hier mal wieder sehen, wie das ganze Geschehen, wie das abläuft. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir heute sind. Dann zählen wir mal nachher nach, ne? Bis zum nächsten Signal. Okay, fängt an, der Guido fängt an. Sing! Ja, weiter geht's. So, alle da? Seid ihr alle da? Ja. Okay, es geht los, hinter mir her. So. Wir laufen jetzt zu dieser Ackerfläche, wo das letzte Jahr auch schon stattgefunden hat. Und da würde ich mal sagen, toi 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 an die Teilnehmer. Ich werde heute wieder nur filmen und begleiten, weil ich in letzter Zeit so viel am Suchen war. Das war schon doll. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Schritt der Rallye. Und dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Dann kommt bitte doch hierher, wenn ihr mal Zeit und Laune habt. Ich will euren Schlachtruf sehen. Gibt's keinen. Gibt's keinen. Was? Gibt's keinen. Ah, das ist ja, in der Mitte zum Kitzel. Ja, ich bin jetzt dann für Markus und für mich. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das jetzt machen soll. Aber passt schon, kein Problem. Das ist aber nicht derselbe Acker. Eieiei. So, ist auch perfekt vorbereitet. So, die Jungs sind auch am Start. Wunderbar. So, guckt euch das an. Die Bedingungen auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Auf jeden Fall frisch gegrubbert, aber oh, da wird der eine oder andere auf jeden Fall ein bisschen Muskelkater bekommen.
Sehr cool auf jeden Fall. So, seid ihr motiviert? Jawohl! Ein bisschen Jubelschrei wären auch mal geil. Ja! Ja, da ist er doch. Sehr gut. Eins! Los! So, ab geht die Post. So, alles klar. Jetzt gehen wir mal mitten rein in die ganze Geschichte. So, viel Glück. Dankeschön. So, mein Lieber. Alle Jahre wieder! Ja, genau! Ja. Der Münzsauger! Sehr schön! Viel Glück! Danke! Bitte! Läuft, wa? Ja, kommt mit den ganzen Detektoren hier nicht klar. Ja. Na komm, Carsten, kriegst deine Sendezeit. Alter, ich bin gerade so im Stress, ey, es ist so schlimm. Ja. Ich brauche mehr yeah. Münzen. So was von. Da, da, da. Liegt aber alles oben auf. Ach, hier. Na guck. Hier ist die nächste. Liegt alles oben auf, also wirklich ziemlich gut gemacht. Da irgendwo. Na? Das liegt aber jetzt. Ach, da ist er. Da ist die nächste Münze. Ja, bingo. Glückwunsch. Ja, okay, gut. So, viel Erfolg. Danke dir. So jung und schon ein Deus, nicht schlecht. Oder was hast du? Nein, der ist von meinem Vater. Ein Suchhund. Ja, ja. Na, wen haben wir denn da? Ja, servus. Servus. Na ja. Zack, zack. Zack, zack. Ja, jawohl, schön. Weiter, weiter, weiter. Ja, viel Erfolg. Sehr geil. Hey, hier ist auch eine Schlammschlacht hier. Wie viel? Vier oder fünf. Vier oder fünf? Ja, sehr gut. Na, wie sieht's hier aus? Ich hab schon drei gefunden. Drei? Mhm. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Nee, oder? Nee, ist gut. Ja. So, dann gucken wir uns das mal an, ja, wie das hier professionell läuft. Naja, ich bin auch gut. Ja? Das ist in Ordnung. Sehr cool. Der läuft doch. Dann noch viel Erfolg, ne? Ja, danke. Bitte schön. Hi, na, wen haben wir denn da? Wie sieht's aus? Drei Stück schon. Drei? Ja. Okay, sehr schön. Dann gib Gas, gib Gas. Ich möchte dich rennen sehen. So, und weiter geht's. Mein Lieber. Na? Na? Hast du schon ein paar Münzen gefunden? Zwei. Zwei? Zwei habe ich. Alles klar. Na denn, viel Erfolg. Danke. Wir hatten im letzten Jahr auch 5.500 Münzen so circa versteckt gehabt. Und ich hatte wiederbekommen 4.200. Mhm. Also es war wirklich relativ gut, ja. Tja, was würdet ihr bloß ohne mich machen, wenn man auf einer Rallye seine Deos-Fernbedienung im Wert von 600 Euro verliert und ich sie dann finde? Könnte ich eigentlich vom Fundrecht Gebrauch machen, ne? Ehrensache, passiert. Passt immer auf. Ne, das denke ich auch nicht. Besonders wenn die so teuer ist, ne? Ja. Ach, verdammt nochmal. Aber wer hättest du nicht mich? Was ist denn die hier? Bleib da. Echt? Ja. Okay. Kein Thema. Pass auf den Kram. Da vorne, die lag da echt quer, die lag echt nicht so gut. Ja. Gibt doch ehrliche Menschen, danke schön. Bitte schön. Hast du mich jetzt drauf? Ja. Ist okay. Bitte. So. Ja, also da Runde bin ich das erste Mal hier. Finde ich eigentlich ganz super. Macht Spaß. Das Obwohl das Wetter ein bisschen, ja,
nicht für jedermann geeignet ist, denke ich, aber ich finde es super, klasse. Ja, also würdest du es weiterempfehlen? Aber definitiv. Ja, sehr cool, alles auf jeden klar, Fall. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten. Also. Ja, ja, natürlich. So, die neue Fundtasche. So, wie sieht's hier aus? Wie viel hast du schon? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, mehr als 10? Ja. Mehr als 20? Ich hoffe. Ja gut, okay, dann viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. So, jetzt habt ihr mal wieder einen kleinen Eindruck bekommen von der Rallye hier in Köln. Und ja, ich finde, wir gehen jetzt selber suchen. Und zwar ist natürlich jetzt dann wieder der Abschluss, dass man wieder was gewinnen kann. Die Gewinner werden, sag ich mal, bekannt gegeben. Und natürlich möchte ich jetzt auch suchen, aber richtig. Und dann springen wir jetzt auch mal rüber. Und dann gucken wir mal, was der heutige Suchtag denn noch bringt. Ja, mal schauen. Hoffentlich fällt nicht ins Wasser. Bis gleich. Abenteuerliche Reise hier. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Heiko unterwegs. Und wir sind auf der Suche nach Römerrelikten. Drückt uns die Daumen. Und ich würde sagen, gar nicht so lange quatschen. Und wir springen direkt rein bis zum ersten Signal. Tja Leute, ihr müsst am Ball bleiben, abonnieren natürlich nicht vergessen, denn in dem heutigen Video sollte es wirklich dann primär um die Sonderrallye gehen und da wir halt einfach wirklich sehr viel suchen waren und ich glaube irgendwie 13 römische Münzen gefunden haben, werde ich das lieber in einem, ja, ein Video oder sogar zwei Videos zusammenschneiden und dann ist in diesem Moment Schluss. Dennoch, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen, auch an die ganzen Leute, die ich auf der Rallye treffen durfte, war super, super nett. Ich habe auch wirklich sehr viele Erinnerungen mitnehmen dürfen, auch an Bildern. Ich war mir jetzt aber ein bisschen unsicher, ob ich die hier alle posten soll. Auf jeden Fall, ja, also super, super, super geile Veranstaltung gewesen. Wir hatten sehr viel Spaß. Meine Stimme war zum Schluss auch wirklich schon ein bisschen weg, weil ich so viel gequatscht habe. Aber es hat mich super gefreut einfach. Es war sehr, sehr toll. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich hoffe, da kommt nichts dazwischen. Und deswegen, bleibt alle gesund, stets gut, Fund und... Ja, noch irgendwas? Ach ja, genau. Einige Leute haben mich gefragt wegen der T-Shirts, beziehungsweise die ich an der Rallye getragen habe. Die findet ihr hier unten in der Videobeschreibung oder auf dem Detektoren-shop.de unter Bekleidung. Und dort könnt ihr dann die individuell, sag ich mal, aussuchen, auch gestalten, selber euren Namen draufpacken und oder hinten auf den Rücken. Also deswegen, da gibt es nämlich so einen kleinen Stift zum Personalisieren und dann könnt ihr diese T-Shirts auf jeden Fall erwerben. Wer möchte oder halt auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich werde mich natürlich jetzt ransetzen für die Römer-Münzen, für die Videos, die sollen auch sehr schön werden, die Videos, finde ich. Ich möchte nicht einfach so ein Plump-Ding einfach raushauen. Und dann hatten wir heute eine schöne, schöne, ja, Erinnerung an die Rallye aus meiner Sicht. Ich habe ja auch ein bisschen den Kameramann gespielt. Ich habe für Markus Brüche gefilmt, ich habe für Heiko teilweise gefilmt, dann auch für mich. Und ja, deswegen. Seid alle gegrüßt, ich werde jetzt hier nicht alle Namen nennen, denn ich habe einfach zu viele Leute einfach getroffen und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.